It's Lost. Oh, True Shot Prodigy? Oder gehen wir für Omni Soul Gamba? We go for Omni Soul Gamba. Das bedeutet, wir brauchen jetzt einfach nur noch das Mythic. Dafür müssen wir sparen. Für das mystische Item. Für das Prismatic. Und zwar Dragonheart. Auch wenn ich die anderen gerne austesten würde. Ja, was ist das denn? The size and strength of blaze scales with how many unique burn sources you have. Pyromancer's Cloak, das ist ja das perfekte Item für Brand, oder nicht? Na gut. Oh, wir haben... Oh, schon wie süß! Double Beanies! Zack. Top, die Wette gilt. Timo on duty. Oh, haben wir beide Omni Soul? Ach nee, der hat mich übernommen und deswegen sah das so aus. Ah. Vielleicht musst du uns mal zeigen, wie Nico danach richtig geht. Nee, das kann ich nicht. Das kann und werde ich nicht tun. Du. So. Okay, okay. Ja, ich max mal den Blind, glaube ich, hier. Ich wäre dafür, dass Phil uns seinen krassen Kane zeigt. Kane ist tatsächlich in der Arena schon spaßiger. Und die haben Double Goliath. Und wir sind so zwei Mini-Bienchen. Oh mein Gott. Das sind so Riesendämonen. Ja, gut. Dann stacken wir hier mal ein bisschen Accelerating Sorcery, wa? Junge, der Skin sieht so... so bescheiden aus. Also die Animation... Und der Lee Sin Skin genauso. Was sind denn das für Skins, die die haben? Das ist ultra pay to win. Diese Q von Lee Sin sieht so weird aus. Diese Qs von Aatrox sehen so unfassbar weird aus. Aber Runde gewonnen. Das ist alles, was wir brauchen. Oh, Innervating Locket. Ich liebe. Wobei, wir müssen eigentlich rollen. Für Dragonheart. Oh. Okay, nee, wir spielen das neue Item. Pyromancer's Cloak. Burn, burn, burn. Applying a burn starts nearby Blaze. Wir spielen es einfach mal. Ich habe es noch nicht verstanden, aber das werden wir sehen. Okay. Attack or Ability hits against an enemy champion, burns them for 300 magic damage over 3 seconds. Applying a burn to an enemy champion creates a nearby blaze for 5 seconds. While in a blaze, gain 20% movement speed and 5% omnivamp. Ich check's nicht. Aber werden wir sehen, ne? Also man kreiert irgendwie so Blaze-Zonen und wir burn irgendwie Gegner.
oh Gott, das war aber eine Oh mein Gott, er kann sich zu einem Shroom machen. Ist das verrückt. Ist das verrückt. Okay, und jetzt können wir Liandris kaufen. Wobei, nein, wir müssen random Items kaufen. Müssen wir, damit wir ein Prismatic Item uns ASAP kaufen können. Weil das mit dem Prismatic Item können wir dann nochmal auf Dragonheart gambern. Ja, Burn ist sowas wie Liandris und Shadowflame. Absolut korrekt, ja. Okay, und wir machen und wir burnen die jetzt so und das verursacht so Schaden. Und ja, keine Ahnung. Denn, und da ist ein Blaze jetzt. Und in diesem Blaze kriegen wir Movement Speed und Omnivamp. Okay. Verstanden. Mhm. Verstanden, verstanden, verstanden. Gaudi. John Gaudi. Ja, gedodged. Loser. Da. Da kriegen wir Movement Speed jetzt drin. Da, zack. Da ist jetzt auch wieder a Blaze. Was macht die Diana? Ist die ein Bot? Oder hat die Hyping? Ja, okay, cool. Das ist ein funny Item tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr funny Item, muss ich sagen. Und der Blaze tut auch noch den Gegnern weh. Oh, Quantum Computing könnte ich machen in der Theorie. Feiere ich aber nicht so. Oh nein. Oh, das Ultimates Roulette. Ich finde das so schlecht, aber wir nehmen das jetzt, weil ich weiß nicht, was ich sonst nehmen soll. Laser Eyes und Fan the Hammer ist auch bad. When you attack, fire 5 additional bolts that each deal physical damage based on distance traveled. ja. Und jetzt kriegen wir einfach random Ults. Oh, Gangplank Ult, das ist gut. Gangplank Ult ist gut. Haben wir jetzt beide random Ults? Ich habe nochmal eine Gangplank Ult. Oh. Ja, Kragas Ult draufgeworfen. Oh, scheiße. Oh mein Gott, wir haben beide random Ults. Oh Gott, wir haben sie gefailt. Ist das krass. Okay, wir müssen weiter random Items kaufen, leider. Oh Gott. Ist das alles schlecht hier, was passiert? Eieieiei. Okay, gut. Dann haben wir noch den Nico mit Kinko Jitte. Oh, das ist, er stellt Weak Points. Ist das verrückt, was wir hier haben. Ja, wir gehen für Perplexity einfach. Ist mir wurscht. Okay, wir machen jetzt hier zack. Stellt euch mal vor, Kenga verwandelt sich als Pilz und hat dann Cho'Gath Ult und dann läuft so ein Lowlife-Gegner an ihm vorbei und er isst ihn einfach als Pilz auf. So, das wäre... das wäre schon ganz schön funny, muss ich sagen. Okay, wir haben Infernal Soul. Ich werde da gleich einmal mal eine Lux-Ult reinscheppern. Ja. Oh no, Earthquake. Ja, nee, klar. Mega entspannt. Also diese Ultimates austauschen ist wirklich richtig scheiße. Also das ist wirklich mega bad. Okay,
Okay, ich könnte mir jetzt ein Legendary Mage Item kaufen, aber ich warte jetzt damit, damit ich mir dann ein Prismatic Item kaufen kann. Und hoffentlich kriegen wir dann gute Items. Ja, Nafiri ist sehr fair. Vor allen Dingen mit Earthquake und Wisdom of Ages. Das ist ultra stark, was die hat, ey. Damit bombt die uns ordentlich aus dem Leben. So, wo wird gefightet? Sona Vel'Koz outrangen uns halt beide, ne? Das ist halt die Gefahr dabei. Oh ja, wenn Jace und Diana gewinnen gegen die, wäre das gut für uns, glaube ich. Ah, das ist leider nicht so schön. Müssen wir jetzt Rebel Rousing gehen, I guess. Okay, und gleich haben wir nochmal ein... Gleich haben wir nochmal ein Roll. Gleich haben wir nochmal ein Dingsens Item, meine ich. Okay. Okay, gegen Trindamere ist das ja schon gut so an sich. Der hat auch Earthquake, müssen wir aufpassen. Junge, bitte was? Was war das denn? Aber ich outplay die hier honestly gerade ziemlich hart. Honestly habe ich sie so krass outplayed. Was zur Hölle? Ist das crazy. Ist das crazy, was wir hier mit den... Oh mein Gott, dass wir diese Runde gewonnen haben. Hoggers. Ich hätte noch Morgana Ult benutzen können. Okay, komm, jetzt bitte Dragonheart. Nein! Wir haben Black Hole Gauntlet. After using an ability, reset your auto attack timer and gain attack speed for your next few attacks. Reduce your ability cooldowns. Ich könnte damit perma blinden. Was, glaube ich, aber einfach nichts bringt. Und ich will das neue Item spielen. Also machen wir Black Hole Gauntlet. Wie funktioniert das? Ich mache hier so eine Ace... Okay, ich habe einfach legit eine Ace Hole E als Passive. Okay. Wir haben legit eine Ace Hole E als Aktive. Wieso ist er so schnell? Hilfe! Was zur Hölle? Der war viel zu schnell. Okay, jetzt spielen wir leider gegen den First Place. Das bedeutet, wir müssen uns, glaube ich, verabschieden. Aber... Ich gebe mein Bestes. Wir haben leider immer noch Cho'Gath-Ult. Cho'Gath-Ult ist halt unglaublich bescheiden. Wieso war der so schnell? Oh mein Gott, Accelerating Sorcery with Haste. Oh, got it. Okay.
Hä, wieso bin ich Melee? Ich kann nicht ulten, Leute. Leute, ich kann nicht ulten. Hilfe. Ich... Hä? Ich bin... Hä? Wieso muss ich... Klo... Hä? Oh mein Gott, ich bin durch die Cho'Gath-Ult. Die Cho'Gath-Ult hat irgendwas kaputt gemacht bei mir. Ich kann meine Shrooms nicht mehr auf Reichweite werfen, sondern nur da, wo ich bin. Weil der jetzt irgendwie denkt... Hä, schaut euch mal meine Range an. Hä? Oh mein Gott, es ist buggt. Ich kann Pilze nur auf mich drauf werfen jetzt gerade. Das ist so unglaublich schlecht. Und jetzt spielen wir auch noch gegen zwei Range-Leute, wo es noch viel wichtiger wäre, dass ich das machen kann. Das ist so eine Frechheit. Ja. Das ist so eine Frechheit. Das ist so eine Frechheit. Oh mein Gott. Ich laufe halt auch automatisch dann dahin, wo ich die Pilze... Das ist schrecklich. Das ist ja eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Oh no. Komplett reingebackt einfach. Sedge. Also komplett reingebackt einfach. Verrückt. Verrückt, sag ich euch. Okay, gut.